Hey, da, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zu einem Triple Giratina Raid. War in der Nähe, hab gesehen, okay, drei Raids hier. Ja, dachte ich mir, schau ich vorbei, Doppelbombung läuft noch. Kann ich gut ausnutzen. Davor schon zwei gemacht bei mir zu Hause. Beide gefangen, aber nichts Besonderes. Also schauen wir mal, ob ich jetzt noch Glück habe. So, jetzt habe ich einen Platz für euch gefunden. Auf geht's. Erster Raid, Triple Raid, in Schwabing mal unterwegs. Luitpold Park. War ich schon oft, habt ihr viele Videos gesehen. Schaut die Home Reacts Videos an, was soll ich sagen. Schauen wir mal, ob der hier, nicht diese Arena, aber die daneben, der Irrgarten, da habe ich meinen ersten 100er Legendär gefangen, Kyoge. Mal schauen, der hat schon lange kein 100er mehr bekommen, Legendär. Wird mal wieder Zeit. Ich habe zu viel geredet, ich wollte mein Team noch ändern, weil, ja, Stolos ist nicht so toll. Checkt das Video ab, was ich über Stolos gemacht habe. Wir wollen ja nicht dieser eine Stolos-Spieler sein. So, Wetterbonus. Wetterbonus für Fee. Okay, so wie es aussieht, kommt Stolos gar nicht zu dem Spiel. Ich habe jetzt ein Godoir gekauft für die Hälfte. Wobei das erste Godoir war gemaxt, das hier nicht. Also vielleicht kommt Stolos doch noch ein bisschen ins Spiel. Schreibt unten in den Kommentaren, wie es für euch aussieht mit Giratina. Habt ihr schon guten? Habt ihr schon viele gemacht? Habt ihr das ausgenutzt mit Doppelbonbon? Deswegen mache ich ja heute noch so viele, letzter Tag. Ein paar extra Bonbons, damit ich später dann mein einen auf Max pushen kann und weniger laufen muss mit dem zum Beispiel. Weniger Sonderbonbons reinstecken muss. Aber jetzt langsam habe ich alle gemaxt. Dementsprechend kommt langsam ein Überfluss an Überschuss an Sonderbonbons. Ja, und da kommt er noch zu Einsatz. So, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und ein paar Versuche haben wir noch. Also zwei, um genau zu sein. Aber für den letzten Raid, da teilen wir auf jeden Fall auf Geld. Das ist mein Bester. Aber nichts Besonderes. Ich bin gleich fertig. Ja. Kein Stress. Diesmal haben wir eine gelbe Gruppe gestartet. Hoffentlich rentiert sich das. Eigentlich sollte man das immer machen. Nur für alle Fälle. Ich kenne so viele Leute, die haben es bereut danach. Weil die einfach die paar Bälle lang gefehlt haben.
Das ist genau dasselbe, glaube ich. Schade, ein Ticken besser. Von 5. Neuer, besser, aber. Ja. Moment. Ne, das ist nicht dasselbe. Tech 15. Bitte. Das war der von vorhin, der hatte alle drei Werte. Aber strong. Ja. So. Ich habe noch ein paar Buchstaben aufgehoben. Nicht viele haben die abgeholt, obwohl sehr viele die bestellt hatten. Aber hier für den Kollegen Robin. Servus. So. Okay, jetzt. Hier. Ja. Schauen wir mal. Ja, weil du. Ja, weil. Okay, okay. Wenn du den Fernseher weiter benutzen möchtest, ja, deine Lugia, schauen wir mal. Antennen zulaufen brauchst. Glücks Lugia. Weil der okay. Fernseher nicht, der kann ja nicht, der kriegt den von alleine aus der Luft heraus seine Programme. Ja, dann musst du halt aber, genau, dann musst du aber auch immer über den Receiver schalten und den Receiver die Programmsortierung so machen, wie sie am Fernseher ist. Ja, yeah, es ist Glück. Ja? Ich, bei mir noch nicht, aber. Oh! So geil. Danke dir. Perfekt. Nicht schlecht. Das habe ich dir aber gesagt, ja. Mega. Sehr nice. Schau da an Robin, er hat auch einen Kanal und ist mein Mod. So muss sein. So, das war's von mir und meinen Gigatina Raids. Das Footage, das Video war schon ein bisschen älter. Da war noch Halloween Event, da war noch Doppelbonbon Event und ich habe da am Abend sogar noch 4 weitere gemacht. Also 9 Stück gesamt, alle 9 gefangen. Saftig für die Bonbons, aber WP-technisch, IV-technisch 19, 14, das Maximum. Hab dann noch kein Besten bekommen. Habe seitdem eigentlich auch gar keinen Gigatina Raid gemacht. 1, 2 vielleicht. War ja Gengar Day dazwischen. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit Gigatina. Habt ihr schon guten? Habt ihr schon viele gemacht? Später kommt noch ein Video zu Maps. Also bleibt dran, checkt das Video hier ab. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.